Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Was läuft da beim Bauhause heute Dienstagmorgen? Ich muss da bereit machen. Wir bekommen Sommerflor auf dem Blumenfeld. Und ich muss zuerst gruppern, dort wo Tulpen waren, muss gegruppert werden und dann mit Kreiseldeckerboden bearbeitet. Da 714er anhängen. Sieht man das? Öl ist fast auf dem Maximum. Ich habe da in einem Video gesagt, er hat ein bisschen Öl genommen. Aber ich glaube, es ist wenig bis nichts. Es ist praktisch voll. Es ist immer so, wenn der nicht ganz gerade steht, stimmt nachher auch das Ölniveau nicht, wenn man misst. Also starten und dann hänge ich da den Horsch an. Mit dem Horsch werde ich da die Tulpen raushacken. Schnell Luftdruckkontrolle da beim 714er. Einfahr. Mache ich das, Kontrolle schnell bei allen vier Rädern. Seite dort drüben, wo die Tulpen waren, gibt es Sommerflor. Und hier werden Süßkartoffeln gepflanzt. Dann. Die sollten heute kommen. So schön. Ohne viel. Ja. Eine kleine Pfanne, eine Feder. War gebrochen, die Rückholfeder zur Reinigung der Abgaszüge. Da sind Federn drin und ein Mechanismus und der muss immer zurück, wird gespannt und fällt runter. Ja, das ist ganz verrückt mit dem Nordwind, wie das getrocknet hat. Ich glaube es fast nicht. Das ist schon eigentlich trocken genug. Ich frage mich, ob ich das noch wetten soll. Ich will ja Silage machen, nicht Heu. Jetzt ist der Bauerhaus hier am Schwaben und ich nehme hinten nur mit dem zweiten Kreisel nur halbe Breite, weil sonst werden die Schwaben zu groß und sie haben Mühe mit der Rundballenpresse, dass das reingeht. So viel Material. Die ersten 2 Hektar zusammen gemacht. Das ist ganz wahnsinnig, wie der Nordwind das Gras trocknet. Jetzt in einer Stunde wird das gepresst. Das ist gut. Mit dem Joystick einmal nach rechts, gespeicherte Geschwindigkeit genommen und steuern den Böttinger Schwader steuere ich mit diesem Kreuzhebel. Gelb ist Heben senken und blau ist nach links und den hinteren Kreisel nach links oder rechts steuern. Habe ich doch glatt vergessen, das Teil runter zu machen. Ui.
schönen Schwad gibt. Ja, und das läuft hier am Schnürchen bei mir. Mein Kollege kommt mit Traktor und Frontlader und ist schon zu fahren. Er hat schon einen Wagen, seinen Wagen gefüllt und jetzt nehmen wir den Rest da auf meinen Lastwagenanhänger und gerade nach Hause fahren und abladen. Wird nicht lange studiert. Ballen nehmen, aufladen. Immer ruck, ruck, zack, zack. Der Bauer Bernhard ist so schnell mit Abladen. Ich konnte gerade die Spanne zusammenrollen, versorgen und dann ist der Wagen schon abgeladen. Läuft schnell. Total habe ich, oder denke ich, 31, 41, also um 48 Ballen rum. Ein schöner Ertrag. 48 Ballen von circa gut gerechnet 3,5 Hektaren. Vielleicht sind es 3,4 oder 3,3, ich weiß es nicht genau.
haben gestoppt. Es ist jetzt 10 Uhr. Zwei Wagen sind noch voll beladen. Die werden wir morgen abladen. Ja, Feierabend auch für Bauerhäuser. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.